Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Ja, hallo liebe Podcast-Hörer. Wir sind mittlerweile bei der Folge 3 und heute bin ich auf dem Weg nach Königstetten in Tulnerfeld im schönen Niederösterreich und da werde ich gemeinsam mit ein paar Freunden aus dem Schlittenhundeverein eine Wanderung über den Planetenweg machen. Das Ganze werden so circa 8 Kilometer werden, die Zeit so ja, geschätzt einmal um die 2 Stunden. Und ja, ich bin jetzt gerade unterwegs. Wetter ist natürlich super, es hat nämlich über die Nacht zum Schneien wieder angefangen. Es hat momentan -7 Grad, also es wird eine sehr erfrischende Wanderung werden heute. Aber das ist ja nur eine Frage der Ausrüstung, das heißt, die dicke Winterjacke mit, es sind die Handschuhe mit, die Thermohose ist mit, kann eigentlich nicht viel passieren. Und ja, jetzt fahre ich mal nach Königstetten. Und dann schauen wir weiter. Dann bis später. So, wir sind jetzt schon unterwegs und am Saturn sind wir auch vorbei. Geht ganz schön bergauf. Es ist immer noch kalt, es schneit immer noch, aber gutes Wanderwetter eigentlich, es ist nicht glatschig. Es passt ganz gut. Ein Stück ist wieder geschafft. Den ersten Blick auf die Leopold-Wiegel-Warte haben wir auch schon erhaschen können. Es schneit immer noch ganz leicht. Die Temperatur ist eigentlich auch unverändert. Und wir sind jetzt ja, eine gute halbe Stunde unterwegs. Und haben auch die ersten ja, ungefähr 3,5 Kilometer hinter uns. Ja, ein bisschen Wind geht jetzt mittlerweile, der ist aber noch nicht allzu schlimm. Und jetzt werden wir mal auf die Leopold-Wiegel-Warte raufgehen. Ich bin jetzt hier oben auf der Leopold-Wiegel-Warte. Es ist leider bedingt durch den Schnee nicht so ein toller Ausblick heute. Aber für ein paar Fotos wird es tun. Ganz leicht im Nebel hinten sieht man auch die Donau noch. Und auf der Warte hier oben selber ist auch noch eine Wetterstation und die Berichtfunkantennen finden sich auch. Ja, war ein schöner Weg bis jetzt. Bedingt durch die niedrigen Temperaturen war der Boden auch gefroren. Das heißt, wir haben nicht im Gatsch herumrennen müssen. Das ist natürlich schon ein gewisser Vorteil von dem Wetter. Fotos habe ich gemacht. Ich werde jetzt wieder runtergehen. Und dann geht's weiter.
So. Den Planetenweg haben wir jetzt schon soweit fertig. Jetzt sind wir gerade unterwegs durch den Maleitengraben am Maleitenbach entlang. Das letzte Stück wieder hinunter nach Königstetten. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch eineinhalb Kilometer vor uns und begeben uns jetzt somit eigentlich schon in den Endspurt. Schneit immer noch leicht, es ist immer noch so ziemlich kalt. Ich schätze mal so minus 5, minus 6 Grad werden es nach wie vor sein. Wir haben mittlerweile auf der Vorstraße auch schon wieder einen ganz leichten Schneefilm. So 1-2 Millimeter werden das sein. Ja, nach der Tour gibt es dann noch einen kurzen Abstecher in einen lokalen Heurigen, wo wir schon den Tisch reserviert haben. Damit werden wir dann den Tag ausklingen lassen. Ja, kurzes Fazit zur Strecke. Super schön zum Gehen. Es war ein Stück hinunter dann am Anfang vom Maleitengraben etwas steiler. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass am besten mit Stecken gehen. Aber ansonsten super zum Gehen, schöne Wege. Großer Teil auch auf Forststraßen. Ja, auf jeden Fall eine empfehlenswerte Runde. Mit 8 Kilometern auch nicht allzu lang, also kann man problemlos auch mit Kindern gehen. Ist überhaupt kein Thema. Der Planetenweg selber sorgt auch ein bisschen für Abwechslung mit den einzelnen Stationen, immer wieder bei den Planeten. Ganz interessant, so zwischendurch ein paar Infos auch immer wieder zu bekommen über unser Sonnensystem. Und ja, damit lasse ich es für heute mal wieder gut sein und werde mich an dieser Stelle gleich mal von euch verabschieden und werde jetzt noch das letzte Stück hinunter zur Kirche hinter mich bringen und ja, dann den Tag zum Heurigen ausklingen lassen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch schöne Touren und bleibt unterwegs draußen, macht was, dann bis zum nächsten Mal, euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at